Einen wunderschönen guten Tag. Wir sind guten Tag. Wieder da bei Brain im Außenbereich. Und haben wir den Bazisten im Gesicht. Und wir holen uns jetzt diesen ominösen Mr. Lockenhart. Das ist der Terminal. Oh, das ist der Terminal. Da drüben ist er. Dieser U-Batzen. Der grandige Lockwood. Voll Power hier. Können wir uns eigentlich das Shuttle nochmal holen, oder? Ne, wir haben jetzt wieder eine zum Aufmachen. Wir brauchen Reparatur 3. Achso. Können wir das auch noch machen? Und das ist, glaube ich, auch nicht so groß, wenn man sich kennt. Neuromods oder so. Okay, den hätten wir so nie gefunden. Ne, dachte ich mir auch. Eher nicht. Der ist radioaktiv, der Vogel. Tschüss. Endlich haben wir diesen Hampelmann hier abgeschlossen. Schauen wir mal. Was ist das? Überprüfung läuft. SimLab ist sicher. Abgesehen von Ikwe, der bleibt die ganze Nacht auf. Haben Sie die Fotos seiner Tochter Maya gesehen? Nee, das nicht ist gesehen. Seine Tochter, das ist seine Frau. Soll das ein Witz sein? Nein, sie ist gestorben. Nun, als Ikwe noch jünger war, steht in seinen Unterlagen. Großer Gott. Sie haben seine Unterlagen gesehen? Ja, bei den Sicherheitschecks, als wir ihn auf die psychischen Eigenschaften untersucht haben, die hohen Tiere nicht wollen. Er ist wohl nach Hause gekommen und hat sie tot auf dem Boden gefunden. Aneurysma. Da verbringt man sein ganzes Leben damit, das Hirn zu erforschen und dann das. Und das zu einem Zeitpunkt, als er für seine Theorien von allen Seiten verhöhnt wurde. Großer Gott. Das haben Sie schon mal gesagt, aber er hat sie wohl nicht gehört. Diese Station steht sicher nicht unter seinem Schutz, so viel ist klar. Wissen wir Bescheid, was mit dem IQ so ist. Das ist auch der Erfinder des Equalizers. Genau. So genau wussten das. Viele nicht, dass der so ein Gesicht hat. Dann eigentlich wollten wir ja zum Terminal, ne? Ja, aber wenn wir jetzt schon hier sind, oder? Na, jetzt nehmen wir alles mit. Jetzt nehmen wir alles mit, so ist es. Ja, Zystoid. Egal, dring ein. Ich bin gar nicht da. Mach auf. Uff. Kraftwerk. Das hätte man nämlich vorher einfach schon mitnehmen sollen. Drücke einfach X, du kleiner Hodensack. Der klemmt in der Tür, der Tür davon. Ist ja klemmer. Na, hätte er sein können. So, wo ist denn diese Dreck jetzt da? Luftschleusenparty da drüben irgendwo, oder? Geh weg! Die Mikaela ist eh schon mein Hut. Gefährliche Gaswerte entdeckt. Genau. Bitte evakuieren sowie offene Feuer oder Funken vermeiden, bis Reparaturen abgeschlossen sind. Tankintegrität erneuert. Wasserstoffverlust um 33% gesenkt. Fast. Tankintegrität erneuert. Wasserstoffverlust um 66% gesenkt. Gelernt ist gelernt, gell? Ja.
Tankintegrität erneuert. Wasserstoffverlust um 66% gesenkt. Hey, du Phantom, der Opa. Mann, der geht mir am Sack. Tankintegrität erneuert. Wasserstoffverlust. Tankintegrität erneuert. Wasserstoffverlust um 99,79% gesenkt. Risiko durch explosives Gas minimal. Schade. Arbeit nach Genehmigung eines Vorgesetzten wieder möglich. Du glaubst aber, du bist der Flash oder was? Hey, da. Vorsicht, Gesundheit, Vorsicht, Gesundheit. Der kommt von oben. Matthew, Connelly, McConaughey. Scheißen. Wir müssen eh dahin. Ja, noch einer. Was ist denn jetzt noch Schaden bekommen? Ja, wenn man den da hinten nimmt, war das mal okay. Okay, ja. Aber immerhin hat er ein bisschen was eingesteckt. Pudding vor allem, aber Pudding. Pudding, Mutti's Pudding. Nimmt man natürlich meine ganzen. Alles, was ich mir so mitgebracht habe zum Jausen, muss ich wegen dem jetzt aufbrauchen. Ist doch schon wieder jemand. Geil, lassen. Oh, was wir hier rumgeranzeln, ey. Ja, ich weiß. Kann mich noch erinnern. Hey, wo ist denn das, dieser Müll? Stimmt doch. Ja, aber wieder durch ein klares Schitter. Was ja. Soll denn das? Die spinnen doch ein bisschen. Die übertreiben das einfach schamlos. Maßlos. Nee, auch nicht im Moment. Das ist ja. Stolpen. Können wir jetzt da markieren, nämlich wieder mal. Da kommen wir ja zu den Cuts. Ja, sind doch da. Aber wir sind ja sogar schon am Weg jetzt. Da wird Lebenserhaltung, ich glaube, da ist, glaube ich, die Cuts irgendwo angeschlossen. Es ist jetzt eigentlich alles dort. Schon, oder? Und auch nicht zu vergessen, ein Ladebildschirm. Und die Volontärquartiere sind da auch dann. Ob nicht alles täuscht. Da
wegen dem falschen Koch und so. Headset weg. Das ist nicht in Ordnung. 1963. Die Amerikaner und die Sowjets rufen das Kletka-Programm ins Leben, um die Taifun zu studieren. Und legen damit den Grundstein für die spätere Talos 1. Mhm. Natürlich die Amerikaner. Das habe ich mir schon wieder gedacht. Und die Sowjets. Ja, die auch. Die sind ja auch immer dabei, wenn sowas ist. Ja. So eine große Veranstaltung, da sind die immer dabei. Du zoomst auch? Ja. Terminal. Ach, wieder so ein Vaginaltyp da drin. Sieht ja lustig aus zumindest. Ja. Wie hat nicht? Oh, 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 oh. Ah, der hat ja schon. Hast du was? Alter, komm her. Komm jetzt her. Mach ich das? Bist du sie wieder einfach. Ja, aber deshalb haben wir diese Reparatursätze. Du Weber, du! Das... Nee. Du Stern abgeflossen. Alle kaputt gemacht. So wird's nämlich gemacht hier. So und nicht anders. Ich hab das jetzt mal nicht gesehen. Ist der gone. So, was zuerst? Test, aber das ist doch egal. Den Knopf so blöd. Weggewämst. Das Ausloch. Bewege mich. Du wirst dich bewegen, genau. Ich hab da jetzt reingemusst. Die
Jetzt kann man nämlich da auch rein. Yay, abgeschlossen. Das sind natürlich gebrannte Platine. Ah, warum auch? Uiuiui. Geiler Scheiß, Mann. Geiler Scheiß. Geiler Sheet. Was für ein Sheet? Das bauen wir nicht mehr, haben wir schon gemacht. Das haben wir schon gemacht, Tim. Tim. So. Terminal. Terminell und Terminalere Ziele. Oder müssen wir wieder raus, glaube ich. Bei mehreren Zielen glaube ich nicht. Doch. Frachtraum, genau. Frachtraum und Lobby. Hier durch, ja. Ja, dann machen wir eine Frachtraum, okay. Genau. Und wir sind dann raus hier, würde ich sagen. Tja, bis zum nächsten Mal, meine Damen und Herren. Ein bisschen das ging doch wieder. Frachtraum. Tschüss. Und bis bald. Ciao.